Servus YouTube, hier ist wieder der Admiral und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video soll es um das EA Play Event gehen, das am Samstag stattgefunden hat und dort wurden eben auch einige Neuerungen zu Battlefield 1 angekündigt, die ich heute mit euch besprechen möchte. Bevor es losgeht, möchte ich allerdings noch kurz sagen, dass viele der Themen, die ich in diesem Video ansprechen werde, bereits ein eigenes Video spendiert bekommen haben und dementsprechend werde ich diese Themen dann nicht mehr ganz so detailliert ansprechen. Wenn ihr da also noch Nachholbedarf habt, dann schaut diese Videos einfach an, ich werde die, wenn möglich, oben rechts verlinken und ansonsten könnt ihr auch nochmal in der Videobeschreibung nachschauen, da habe ich nämlich alle Videos, die ich zu den entsprechenden Themen schon mal gemacht habe, noch einmal komplett verlinkt. Gut, dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Als allererstes kommen wir allerdings nicht zu In the Name of the Tsar, also dem zweiten DLC, sondern erstmal noch zu They Shall Not Pass, also dem ersten DLC, das ja bereits im März herausgekommen ist. Das Ganze wird jetzt noch ein wenig erweitert und zwar durch Nivelle Knights und Priester Tahir. Das sind ja die beiden Nachtkarten, die bereits schon in der CTE angetestet wurden und die werden eben im Juni bzw. im Juli erscheinen. Und diese beiden Karten werden dann logischerweise natürlich für die Besitzer des Premium Passes, aber auch für die Besitzer des They Shall Not Pass DLCs kostenlos erhältlich sein. Natürlich ist dann auch davon auszugehen, dass diese beiden Karten eine neue Operation bilden werden, sozusagen eine Nacht-Operation, die wird dann natürlich aber erst im Juli verfügbar sein, wenn die zweite Karte Priester Tahir dann auch schlussendlich erscheint. Ansonsten wurde bekannt gegeben, dass In the Name of the Tsar, also das DLC, um das es gleich gehen wird, im September erscheinen wird, allerdings wird es davor im August auf der Gamescom noch weitere Details zum E-Sport in Battlefield 1 geben und es wird auch noch ein Premium Trials Event geben. Was genau dieses Premium Trials Event ist, das ist relativ einfach, das bedeutet eigentlich nur, dass jeder Spieler für einen beschränkten Zeitraum Premium-Spieler ist, das heißt, er kann alle Sachen, die in They Shall Not Pass dazugekommen sind, kostenlos testen und dann natürlich nicht nur die Maps, sondern beispielsweise eben auch die neuen Waffen. Ansonsten wurden auch die anderen beiden DLCs schon zeitlich festgelegt, und zwar wird Turning Tides, das DLC, wo es eben hauptsächlich um Wasserschlachten gehen wird, im Dezember erscheinen, während das sehnlich erwartete Apokalypse DLC dann wahrscheinlich im März oder April 2018 auf den Markt kommen wird. Ansonsten kommen wir jetzt zum Hauptaspekt, um den es heute hauptsächlich gehen soll, und zwar natürlich das zweite DLC In the Name of the Tsar, das ja an der Ostfront, also in Russland, spielen wird. Zunächst gibt es hier gute Nachrichten, und zwar wird In the Name of the Tsar nicht nur 4 Karten, wie bereits angekündigt, erhalten, sondern es wird um 2 Karten erweitert, sodass wir auf insgesamt 6 Karten in diesem DLC kommen. Von diesen 6 Karten wurden 4 bereits ein wenig angeteasert, und zwar haben wir hier schon den Namen und das ungefähre Setting geleakt bekommen. Als allererstes haben wir hier den Lubkov Pass, das ist eine Karte in verschneiten Bergen, also endlich eine richtige Schneekarte im Battlefield 1 und die Artworks lassen vermuten, dass hier der Zug als Behemoth auftreten wird. Zudem wird in der Beschreibung davon gesprochen, dass hier der vertikale Kampf, also große Höhenunterschiede, eine große Rolle spielen sollen und das ganze Geschehen eben ein bisschen aufmischen sollen. Als zweite Karte haben wir dann Albion und wie der Name schon vermuten lässt, spielt man hier natürlich während der Operation Albion, also während eines deutschen Angriffs auf eine russische Inselgruppe. Und dementsprechend wird es natürlich eine Art Landung geben, das heißt die Deutschen werden sehr wahrscheinlich mit irgendwelchen Landungsschiffen am Strand landen und werden diesen dann erobern wollen. Am Strand existiert allerdings eine befestigte Küstenbatterie der Russen, die eben das Dreadnought der Deutschen beschießen wird. Ob hier wirklich das Dreadnought, was wir beispielsweise von Festung von Forschung kennen, benutzt wird, ist natürlich nicht ganz geklärt. Ich persönlich würde es ein wenig unrealistisch finden, denn das Dreadnought, was wir bisher kennen, ist eben britischer Bauart und ein britisches Schlachtschiff während eines Kampfes zwischen Deutschland und Russland zu verwenden, das ist doch ein wenig abwegig. Ansonsten haben wir dann noch Galizien, das ist eine Karte, die während der Brusilov-Offensive spielt, und zwar haben die Russen hier die Österreich-Ungarn auf offenes Gelände zurückgedrängt. Dementsprechend ist diese Karte sehr weitläufig und eine sehr offene Map und es gibt nicht ganz so viel Schnee, dieser ist scheinbar nämlich schon weggetaut. Der Fokus soll hier wohl auf Kavallerie, Infanterie und auf die leichten neuen Panzerwagen gerichtet sein, die ich natürlich gleich auch noch ein wenig genauer erklären werde. Die Artworks deuten auch hier darauf hin, dass wohl der Zug als Behemoth auftreten wird. Und schlussendlich haben wir dann die vierte Karte, zu der wir schon Informationen haben, und zwar ist das Brusilov Keep. Diese Karte wird eine sehr infanteriebasierte Karte, dementsprechend wird es viele Close-Quarter-Situationen geben, was sehr vielen Leuten sehr gut gefallen wird. Ich schätze mal, die Karte wird sich ähnlich wie Amiens spielen. Und erneut wird man hier mit Österreich-Ungarn gegen das Russische Reich antreten können. Das heißt, die Karten werden eben nicht nur Deutschland gegen Russland sein, sondern wie damals auch im echten Krieg wird es tatsächlich auch Österreich-Ungarn gegen Russland geben, was mich auf jeden Fall sehr freut, da es eben für ein wenig mehr Abwechslung sorgt. Natürlich werden diese Karten logischerweise auch wieder in Operationen eingeteilt werden, so wie das bei allen anderen Karten auch der Fall ist. Man kann hier allerdings noch nicht wirklich viel darüber sagen. Wir wissen beispielsweise die Namen noch nicht, wir wissen auch noch nicht, welche Karten hier genau gepaart werden und wir wissen vor allem noch nicht, ob es 2 oder 3 Operationen werden, denn im Hauptspiel haben wir ja sowohl Operationen mit 2 als auch mit 3 Karten, das heißt, es wäre auch
auch möglich, dass wir hier zwei Operationen mit jeweils drei Karten bekommen. Weiter geht es dann mit dem wohl interessantesten Thema eines jeden DLCs, und zwar mit den Waffen. Laut DICE soll es in diesem DLC wohl 11 neue Waffen geben, und hier ist jetzt natürlich zum einen die Frage, sind Nahkampfwaffen und vielleicht neue Granaten oder Gadgets, die auch noch dazu kommen, mit eingeschlossen, oder sind das wirklich nur reine Schusswaffen? Und vor allem, sind es 11 individuelle Waffen, oder sind die Varianten wie bei They Shall Not Pass auch dazugezählt? Denn auch da haben wir theoretisch 11 neue Waffen bekommen, was praktisch allerdings nur 7 oder 8 waren, da eben auch die Varianten als neue Waffe gezählt wurden. Laut eines Tweets eines DICE-Mitarbeiters wird es auf jeden Fall so sein, dass die Nahkampfwaffen und auch die neue Granate, die hinzukommen wird, nicht zu diesen 11 Waffen dazugezählt wird, allerdings steht nach wie vor nicht fest, ob die Varianten eben zu diesen 11 Waffen dazugehören oder nicht. Ich persönlich gehe allerdings davon aus, dass das leider der Fall sein wird, wäre natürlich schön, wenn es nicht so wäre, denn 11 neue Waffen würden definitiv ordentlich neuen frischen Wind in das Spiel hineinbringen. Welche Waffen das genau sind, das steht natürlich noch nicht fest, allerdings gab es im Trailer und auch in den Artworks natürlich schon einige Hinweise, die ich ein wenig für euch herausgesucht habe. Falls ihr übrigens an einer genauen Analyse des Trailers interessiert seid, die werdet ihr in diesem Video nämlich nicht bekommen, dann schaut einfach mal bei meinem Kumpel Tactical Viper hier rechts oben in der Infocard vorbei, denn der hat eine sehr detaillierte Analyse zu diesem Trailer gemacht und die geht eben deutlich umfassender auf diesen Trailer ein, als ich das in diesem Video tun werde, da werdet ihr sicherlich auch noch neue Informationen kriegen, die ihr hier vielleicht so nicht erfahren werdet. Ansonsten kommen wir jetzt zu den Waffen. Als allererstes haben wir hier das Mosin Nagant M91 und ja, diesmal spreche ich die Waffe richtig aus. Vielen Dank nochmal an alle Leute, die mich da beim letzten Video korrigiert haben. Als zweites haben wir die doppelläufige Schrotflinte. Die habe ich so auch schon in einem Video vermutet. Ehrlich gesagt muss ich sagen, das war damals einfach nur blind geraten, aber ich hatte scheinbar Glück, denn diese Waffe wird tatsächlich in das Spiel Einzug halten, was ich auf jeden Fall sehr gut finde, denn schon die kurze doppelläufige Schrotflinte finde ich auf jeden Fall sehr nice. Dann haben wir als dritte Waffe noch das MG14 Parabellum. Das war die erste Waffe, die schon so ein wenig geleakt wurde. Damals gleich beim allerersten Artwork hatten schon einige Leute vermutet, dass man eben hier das MG14 sehen kann. Und als letzte Waffe dann noch den Automat Fedorov. Und hier kann man nicht wirklich 100%ig sicher sein, ob diese Waffe dazukommen wird oder nicht. Zumindest wenn man einen bestimmten Leak außer Betracht lässt. Ich werde diesen Leak jetzt nicht in das Video einbauen. Das ist mir zu riskant, dass ich da eben Probleme mit DICE kriege, die da eventuell vielleicht nicht mit einverstanden sind. Allerdings könnt ihr euch ja einfach mal klammheimlich in die Videobeschreibung schleichen, denn ich glaube, da ist irgend so ein Link aus Versehen reingerutscht und da könnt ihr einfach mal draufklicken und dann werdet ihr eben auch was sehen und ich will nicht sagen, dass man die Fedorov sieht, aber man sieht da die Fedorov. Also diese Waffe wird auf jeden Fall auch dabei sein, was mich auf jeden Fall sehr freut. Diese Waffe wird übrigens für den Sanitäter zu spielen sein, nicht für den Assault, wie ich zuerst angenommen habe. Das sieht man nämlich auch auf diesem Bild, denn der Soldat, der diese Waffe in der Hand hält, der hat Krücken auf dem Rücken und Krücken auf dem Rücken, das reimt sich sehr schön, das haben nur die Sanitäter in Battlefield 1. Dann kommen wir noch zu den neuen Nahkampfwaffen. Hier wissen wir auch noch nicht besonders viel. Ich schätze mal, es wird wieder relativ viele geben. Bisher kennen wir eben nur die Lanze des russischen Husaren, dazu aber gleich noch mehr, und einen Dolch, der eben gleich am Anfang des Trailers gezeigt wurde. Und ansonsten kommt noch eine neue Handgranate dazu, und zwar die russische 1912 Granate. Soviel zu den Waffen, das war ja alles schon sehr imposant. Jetzt kommen wir allerdings noch zu den Fahrzeugen, denn auch hier wird eindeutig aufgerüstet. Als allererstes haben wir das Putilov Garford Armored Fighting Vehicle. Das ist ein gepanzerter Transporter mit sehr schwerer Bewaffnung, hat eben sehr viele MGs zur Seite und nach hinten und vor allem nach hinten auch noch eine schwere Kanone. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wird das ein neuer Panzer, den man eben auch ein wenig individualisieren kann, beispielsweise mit Skins oder verschiedenen Varianten, oder wird es einfach nur ein Fahrzeug, das in der Base spawnt, wie beispielsweise bei den Transportfahrzeugen auf Amiens schon der Fall. Als zweites dann der Ilya Bomber, das ist ein sehr schwerer Bomber, der größte seiner Zeit, wurde damals ungefähr 85 Mal gebaut und hat tatsächlich Einsatz gefunden im Ersten Weltkrieg. Hier ist die Frage, wird das Ganze ein Behemoth? Das könnte man sich angesichts der Größe natürlich sehr gut vorstellen, oder vielleicht doch eher eine neue Fahrzeugklasse, und zwar der sogenannte schwere Bomber. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der dann eben noch langsamer und noch träger ist, dafür aber noch mehr Bombenlast mittragen kann. Oder wird das Ganze vielleicht einfach nur funktionell identisch mit anderen Bombern, das heißt, es funktioniert dann einfach wie der Gotha-Bomber, allerdings eben mit einem anderen Skin, das heißt mit einem anderen Aussehen. Genauere Informationen zu diesen beiden Fahrzeugen findet ihr ansonsten auch noch in meinem Video, das habe ich natürlich wieder hier oben rechts verlinkt. Und dann kommen wir als drittes noch zu einem Fahrzeug, das ich so nicht erahnt habe, und zwar der Y-Leiter Landing Craft. Das ist ein Landungsschiff, das eben benutzt wird, um Truppen und Material an den Strand zu schaffen, und das wird sehr wahrscheinlich in der Operation Albion Einsatz finden. Denn vergleichbar sind die ungefähr mit den Booten vom D-Day. Falls ihr da eine Dokumentation geschaut habt, werdet ihr wissen, was ich meine, oder vielleicht sogar mit den Landungsschiffen auf Insel Kark im Battlefield 3, die Veteranen unter euch werden sich erinnern. Und diese können dann eben als taktischer Spawnpunkt benutzt werden. Was man ansonsten mit diesen Schiffen noch machen kann, ist bisher nicht bekannt. Man weiß auch nicht, ob man sie selbst manövrieren kann oder ob sie eben immer zur gleichen Stelle fahren, was natürlich für die Verteidiger sehr angenehm wäre, da sie dann immer wissen, wo die Gegner spawnen. Wenn man sie eben aber selbst lenken könnte, dann könnte man damit sehr gute Flankierrouten einrichten.
Dann kommen wir jetzt schlussendlich noch zur Kavallerieklasse. Hier war ja bisher schon bekannt, dass es den Husaren geben wird, der eben mit seiner Lanze gegen die gegnerischen Soldaten vorgehen kann. Das Ganze wurde auch im Trailer eindrucksvoll gezeigt, wie er hier eben einen deutschen Soldaten sehr brutal aufspießt. Ansonsten wurde noch preisgegeben, dass es wohl auch weitere Anpassungsmöglichkeiten für den Reiter geben wird. Bisher kann man den Reiter im Battlefield 1 ja eigentlich gar nicht bearbeiten. Das soll sich jetzt wohl ändern. Und auch eine andere Info ist noch durchgesickert, und zwar wird es diese Klasse eben nicht nur für die Russen geben, sondern auch für die Deutschen bzw. für die Österreich-Ungarn. Falls ihr da eine entsprechende Quelle wollt, um das Ganze bestätigt zu haben, dann schaut einfach mal in diesen Link in der Videobeschreibung, den ich bereits schon erwähnt habe. Ansonsten kommen wir noch zum neuen Spielmodus. Auch in diesem DLC wird eben wieder ein neuer hinzukommen, und zwar handelt es sich dabei um den sogenannten Supply Drop Mode. Was genau in diesem Modus passieren wird, das steht noch nicht genau fest. Es geht wohl darum, dass Vorratskisten abgeworfen werden, indem man dann Ausrüstung und Waffen findet. Das heißt, man muss eigentlich eher looten, bevor man die Gegner abknallen kann. Es ist also vergleichbar mit einem Battle Royale Spiel oder dem Scavenger Modus damals aus Battlefield 3. Die Veteranen werden sich wieder erinnern. Und schlussendlich kommen wir noch zur Scout Klasse bzw. zu den Frauen in Battlefield 1. Das ganze Thema, das wurde jetzt schon wirklich sehr, sehr häufig durchgekaut. Ich werde es deswegen nur noch mal kurz zusammenfassen. Es wird weibliche Charaktere als Scouts auf der russischen Seite geben, und zwar eben Kämpferin des Women's Battalion of Death. Falls ihr dazu weitere Infos möchtet, schaut einfach wieder hier oben rechts in die Infocard. Ansonsten war es das so schon wieder von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir können gerne mal in den Kommentaren darüber diskutieren, was ihr von diesem DLC haltet, welche Waffen ihr unbedingt in diesem DLC noch sehen wollt und vor allem, was ihr davon haltet, dass das DLC leider erst im September rauskommt. Ich persönlich habe Verständnis dafür, finde es auch gut, dass eben ein wenig Wert darauf gelegt wird, dass eben noch mehr Auswahl in diesem DLC zur Verfügung gestellt wird, noch mehr Waffen und noch mehr Maps. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass einige von euch überhaupt nicht damit einverstanden sind, dass sie jetzt noch bis September, also noch ungefähr 3 Monate, warten müssen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in 2-3 Tagen bei einem neuen Video oder, und jetzt kommt's, bei einem Livestream, denn ihr habt sicherlich schon gesehen, ich streame ab sofort. Und zwar werde ich immer am Montag mittags und Donnerstag nachmittags streamen, diesen Donnerstag beispielsweise ab 14 Uhr. Das heißt, wenn ihr Bock auf Livestream habt, dann schaut einfach mal vorbei. Ich werde gelegentlich auch spontan streamen, das heißt, wenn ich vielleicht am Mittwochabend Bock habe, dann kommt da eventuell auch noch ein Stream. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder beim neuen Video, bei den Streams oder sonst irgendwann.